Hallo und herzlich willkommen, liebe Würfelsport, Age of Sigmar, Malfreunde. Ja, zu einem neuen Chill-Out Malvideo mit Mal mit Nils und Manu. Bei Mini Paradise natürlich, nicht dass wir jetzt hier als sagen Würfelsportfreunde. Ja, ja. Würfelsport, Malfreunde, Age of Sigmar. Ach so, Fans. Alles zusammen. Ja. Im Mini-Laden. Im Mini Paradise, ja. Genau, wir sind jetzt dabei. Shade. Dass Manu anfängt, das Ganze zu shaden. Genau, das Zotac Green wird jetzt geshadet mit Koea. Und ich bin so langsam, da ist mein Pinsel unterm Gelände. Ich bin immer noch am Gold. Weil ungefähr das komplette Gelände entweder Sandstein oder Gold ist. Ja. Gefühlt. Und ich muss schon sagen, Manu hat heute, bevor ich kam, schon echt mega vorgearbeitet, indem er einfach die ganzen Säulen schon gelb gemacht hat. Gold, cool. Nicht gelb. Ja. Ne? Also er hat es zusammengebaut, das ganze Zeug, entgratet, grundiert und Sandri, da hast du angesprüht. Jo. Bevor ich überhaupt kam. Für das Ganze habe ich zwei Sprays gebraucht. Zwei Sprays Korax, zwei Sprays Sandilas. Aha, du Scheiße. Ja, echt? Ja, komplett. Heftig. Ich habe ja gestern, musste ich mir anhören von meinen anderen Kollegen hier in dem Laden, dass ich das völlig übertreibe mit dem Sprühen. Und es gibt viel, viel effektiver und all bla bla bla. Okay. Marcel? Marcel und Robert, ja. Echt? Unsere Malprofis. Na, Robert malt schon viel. Robert malt super. Also Robert ist wirklich in meinen Augen der König des Speedpaintings. Also er sagt ja auch immer, wie scheiße er seine Silvana gemalt hat. Ich finde die mega. Ja, finde ich auch gut. Gefallen mir super. Also ich finde, er malt noch schneller Speedpainting wie ich. Muss ich wirklich. Und als du natürlich auch. Was? Ja, als ich auf jeden Fall, da hast du recht. Also du bist auch kein Speedpainter. Nee, das bin ich auch nicht. Aber der ist wirklich für mich der König des Speedpaintings. Und es sieht auch wirklich sehr gut aus. Also auch die anderen Figuren, die ich von ihm gesehen habe, super. Reicht. Es reicht einfach für das, was wir machen, genau. Reicht es. Ja, wenn er erstmal die Airbrush aufbaut und mir schenkt. Danke, Robert. Aber meinst du, mit der Airbrush wirst du schneller? Nee, aber ich glaube, ich bin geiler. Also ich müsste wahrscheinlich erstmal ganz viele von Marcells Modellen bemalen und zu üben. Ach so, das ist ja fies. Warum? Wofür habe ich sie denn? Ja, also ich glaube, ich finde die Airbrush, was mich da so ein bisschen abschreckt, ist die Reinigung. Hat nämlich mich auch schon mit mehreren Leuten unterhalten, was mich so ein bisschen da abschreckt. Und was mir da besser gefällt ist, du kannst halt geil die Übergänge malen. Ja, genau. Und dafür hätte ich so gerne eine Airbrush. Weil ich liebe es, Farbübergänge zu machen. Ja. Viele nutzen die auch nur zur Grundierung oder zur Basefarbe. Aber ich finde die Übergänge so. Also ich finde, da kommt auch, jetzt mal allgemein so, kommt auch kein Pinsel hinterher. Also nee. Muss ich wirklich sagen. Ich wüsste nicht, wie ich mit einem Pinsel die Übergänge. Sollte ich jetzt hier auch schon Projekte drauf machen? Ja, ja. Das ist noch gar nicht trocken. Dann mach erstmal ein anderes. Bis da. Oh, ich warte nur auf die Minute, dass ich hier einen Shade umwerfe. Wie oft ich das schon gemacht habe. Oh ja. Wie oft ist das schon passiert? Also ich habe bestimmt zwei Akrak schon verloren dadurch. Und auch schon mal nur ein Eul. Das ist richtig. Das ist richtig ärgerlich. Also ich bin. Es ist bestimmt schon auf jeden von euch passiert, dass ein Shade umgefallen ist. Ich male daheim auf meinem Schreibtisch. Ich habe mal den Wasserbecher umgeschmissen und habe mir meine Tastatur damit zerstört. Oh nein. Seitdem habe ich eine Funktastatur und ich stelle sie immer weg. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Ich habe jetzt, was mir jetzt cool ist, ich mache ja die Base einzeln. Und ich habe irgendwie das geschadet oder irgendwas habe ich gemalt. Die Figur war fast fertig und habe die Base nebenbei gemacht. Und es ist mir aus der Hand gefallen und direkt in das flüssige Stirland Mud rein. Voll mit dem Kopf, was alles schon gehighlightet. Oh nein. Ja, das war ein neues Highlight, was bei mir, was es auch noch nicht gab. Habe ich mich richtig gefreut. Oh, das ist mies. Das ist ärgerlich. Naja, man lernt draus. Dann klebt das der Matte auch da dran und verklumpt erstmal dran, oder? Dann verklumpt das doch erstmal an dem Kopf. Musst du schnell abwaschen mit Wasser oder wie? Ja, musst du ruckzuck irgendwie ein bisschen abgekratzt und dann wieder neu angemalt. Ja.
Föhnst du die Bases oder wie machst du das? Wenn ich schnell machen möchte und wirklich auf Zeitdruck, föhne ich, ja. Ich auch. Dann gebe ich Vollgas. Ich mache auch total oft. Ich mal eher anders als du. Hm. Du machst ja irgendwie auch drei Charaktermodelle gleichzeitig. Ja. Ich mal ja immer nur eins. Immer nur eins. Und aber dafür föhnst du, ne? Genau, ich föhne. Weiß nicht, ob das besser ist, aber... Bist du okay, da habe ich mal kurz eine Frage. Bist du der Meinung, föhnst du auch Base-Gestaltung? Die Base-Farben? Ja. Nein, nicht die Base-Farben, sondern die, wenn du zum Beispiel hier Aqualand Earth. Das ist ja quasi die Base-Gestaltung. Ja. Ja. Okay. Ich finde, wenn du das föhnst oder naturtrocknen lässt, dass das Unterschiede sind. Ich finde naturtrocknen besser. Müsste ich mal. Also gut, ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen, wer von meinen Zwergen. Bei meinen Zwergen war das ja, habe ich das sehr aktiv gemacht. In Fireslayer. Müsste ich mal gucken, ob das wirklich so ist. Also ich finde, das ist ein Unterschied. Oh scheiße, jetzt habe ich hier auch einmal schön in der Farbe drin gehabt. Ja, das ist der typische Noob-Filter beim Malen. So, jetzt mache ich hier deine Box. Ach du Schande, meine Sammlerbox. Ja. Limited Edition bei Ikea. Hm. Oh, dürfen wir überhaupt so viel Schleichwerbung machen? Herr Marcel schreibt doch da immer Produktplatzierung hier in die Ecke. Ach so, okay. Und Dauerwerbesendung. Oder Robert macht es ja mit dabei. Ja, Robert ist unser Master-Schneider auf Desaster. Ja. Scheiße, ey. Ich hab's auch schon geschafft, mich anzumalen. Also meine Kleidung anzumalen. Das war. Wie heute? Nein, heute noch nicht. Was meinst du? Hier, jetzt vor kurzem habe ich das Gestein gemalt von meinem Drachen. Und ich habe schön meine Paris-Trikot. Okay, das ist keine. Das darf ich gar nicht sagen. Meine Paris-Trikot. Nee, Trainingsanzug. Mhm. Und nehme die Figur und einen schönen Stein gemalt und male so, weil ich hier irgendwas anmale und dann mache ich es weg von meiner Jacke. Alles voller, das ganze Kram. Ist das nicht komplett weiß, das Ding auch gewesen? Oder? Nee, gelb. War eine gelbe Trainingsjacke von Paris. Okay. Und komplett, ja, war natürlich eingesaugt. Ne? Kriegst du auch nicht mehr raus? Nee, raus. Ich habe es sofort in die Wäsche gemacht. Keine Chance. Das ist fest. Vorbei. Mhm. Na, jetzt ist es meine Jacke zum Bemalen. Ja. Deswegen habe ich auch nicht das Mini-Paradise-Schwarz im Polyamt. Ich habe auch nicht das neueste vom neuesten angezogen heute. Aber das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt jetzt? Ja. Ich mag ja Rot, ziehe ich ja gerne an, eigentlich auch. Im Gegensatz zu Marcel, der auf Schwarz und Weiß steht. Ja, das. Aber ich habe ja dann schon farblich mehr. Finde ich bei Marcel, warum er nicht in Rot. Ja, der hat einen, hellen, Haare, genau, ja. Hat einen hellen Hautton und hat rote, hat ein bisschen rote und Haare. Ja, genau. Ja, das mag sein, aber trotzdem ist Marcel immer schwarz-weiß unterwegs und ich habe ja gerne so ein lachsfarbenes Shirt an. Das ist immer schon bei Mode. ja, Wahnsinn. Ne? Was Marcel einfach hasst an mir. Also er hasst es einfach farblich. Ja. Aber so sind die Geschmäcker. Richtig. Also nicht. Ich male auch heller als Robert und Robert sagt ja auch immer, aber ich würde zu hell malen. Wie zu hell? Obwohl, doch, jetzt wo er das sagt, fällt mir das auch auf. Du malst sehr hell. Mhm. Das stimmt. Ich habe jetzt ja meine Ice Layers, habe ich ja kein Gold genommen. Ich wollte kein Gold haben. Das gibt's bei mir nicht. Warum? Weiß ich nicht. Es muss auch mal was Düsteres geben. Ich habe aber keine düsteren Armeen. Meine sind alle glücklich, fassen sich an die Hände und tanzen im Kreis. Oh Gott. Spiel aus Spaß und nicht um Hass zu verbreiten. Achso, aber ich finde halt, dass so ein düsteres Look ist mal was anderes. Ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Trotzdem sieht bei mir keine Armee gleich aus. Das wird nie eine sein, aber wenn du immer helle Farben hast, ist es schon mal ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus, wenn irgendwas Cooles kommt. Da malst du mal deine Armee mit deinem geilen Feuer. Wirklich mal ein Feuer. Das ist ja auch nicht düster. Nö. Also ich werde mir auch definitiv nochmal eine Armee irgendwie in Feuer malen. Was machst du denn in Feuer? Das komplett so ein Feuerlook. Ich habe jetzt ein Eis und dann wird es irgendwann nochmal eine Armee geben mit Feuer. Okay. Hier, die shade ich aber nicht, ne? Ja, warum? Soll ich die shaden? Ich mach doch. Und? Man schält sie alle zu Knechten. Oh. Du kannst auch hier gleich schälen, ich bin hier gleich durch. Mit dem Gold. Aber, also,
willst du so einen brennenden Mantel oder was willst du da malen? Irgendwie sowas, ja. Okay. Da bist du dann wieder kreativer als ich, glaube ich. Ich bin ja mittlerweile, am Anfang habe ich viel GW nachgemalt. Davon will ich weg. Ich möchte meine eigenen Sachen malen. Mhm. Finde ich viel besser. Ja, das ist ja bei mir, auch jetzt Korn. Mein Slanisch ist viel dunkler als das Original Slanisch. Mein Korn ist halt rot. Da wusste ich aber auch nicht. Ja, da habe ich zum Beispiel mir das aus dem Buch was genommen, was keiner nehmen würde. Knochen, schwarz, eine Knochenfarbe. Das finde ich jetzt von Vega. Hallo Vega. Mega. Von Vega finde ich mega. Noch nichts, aber der hat mir jetzt gesagt, wie er es machen will. Und er will das hätte ich beinahe Devonetten gesagt, die Bloodletter quasi in Knochenfarben machen. Oh. Das ist so knochenfarbene, so ein bisschen. Aber die Korndämonen müssen rot sein. Ja. Aber er will sie halt anders machen. So ein bisschen auch irgendwie hat er mir erklärt, dass er das so ein bisschen an Alien vs. Predator, an die Aliens angehaucht machen will. Ich bin da mega gespannt drauf, weil er macht ja mega geile Sachen mit seinem Modell. Wenn du die Drolle dir anguckst. Ja, die werden wir auch bald mal auf dem Kanal sehen. Hat sie jetzt bald fertig gemalt und dann. Ja, aber auch, also nicht nur die Trolle, auch die. Die Squigs. Squigs, die er macht. Das ist schon echt heftiger Shit. Das stimmt. So, hier, das kannst du jetzt auch shaden. Ist voll wild. Was soll ich shaden? Hier, klar. Ja, mach ich. Ja. Brauche ich jetzt eine neue Aufgabe? Ich glaube, ich habe Gold. Hier. Ist das trocken? Nee. Ach, du Schande, ey. Echt, ist das hier schon geshadet? Nein, das ist noch nicht geshadet. Was? Das hier. Nee, das ist noch nicht der andere. Ja. Den ich hier gerade lang habe. Es geht ganz schön ins Dunkle jetzt, ne? Ja, aber finde ich gar nicht schlecht. Okay. Wollten wir es nicht hell machen? Ja, aber hell ist ja schon hier das Grau. Also ich finde es nicht schlecht. Ne, wir lassen es jetzt so. Ja, ja, klar. Ändern können wir so nicht mehr. Ändern geht alles. Aber ja. Passt schon. Keine Lust. Schickt. Das war ja nur so ein bisschen. Genau. Und ab und zu muss ich mal eine WhatsApp schreiben. Ja, der Mann ist sehr gefragt. Ja, ab und zu mal doch. Ja. Bemal-Videos und wie heißt es? Unterstützung von anderen. Deswegen habe ich die ganze Zeit im WhatsApp. Genau, ja. Das sind die ganze Zeit User-Fragen, die zu Farben aufkommen. Ja, so. Wie viele sind wir denn eigentlich? 13 oder 23? Ich denke, du hast die guten Augen. Ja. Ich muss mehr Möhren essen. Ja. Oh, es ist täglich. 13, 7, 8. Ach, da aber doch. Richtig lange Zeit. Auf jeden Fall. Ich esse jeden Tag einen Salat an der Arbeit, da sind Möhren drin. Alter, du bist ja 100. Boah, ich esse aber am Wochenende so viel ungesunden Scheiß. Wie vorhin. Ja, wie vorhin. Das ist leider irgendwie. Ja, man lebt, ne? Ja. Unter der Woche gesund und an der Arbeit den Kollegen was vorspielen am Wochenende. So bist, so sind sie. Einen Döner am anderen reinfahren. So sind sie. Aber auch immerhin ab und zu mal sportlich betätigen. Ja. Und wie ich auch gerne sage, einmal die Woche gesund essen, einmal die Woche Salat auf den Döner. Einmal Salat. Ja, zu den Farben nochmal, ne? Mhm. Ich glaube, die kommen schon gut an. Also ich glaube, die werden sich gut verkaufen. Ich finde, wenn das funktioniert, wie sie es da gemacht haben, boah, dann haben sie wieder was Neues erschaffen, wo die anderen erstmal nachziehen müssen. Das ist bestimmt kein Hexenwerk, ist bestimmt nur verdünnt, schätze ich mal, wie so ein Glaze, dass das durchscheint. Oh Mann, ich erzähle bestimmt irgendeinen Scheiß, wenn ich das irgendwie mal anhört. Verdünnt wie ein Glaze? Ja, ich glaube, dass die Farbe verdünnt ist und wie so ein Glaze wirkt. Ja, dann will ich es nicht benutzen. Warum? Wenn ich mich an Akrax Earthshade Glaze erinnere. Ja, das ist Gloss. Glaze ist. Ah, stimmt. Ah. Und Glaze ist Bullyman Blue. Ja, ja, ja. Mein Fehler. Lamenta Yellow, Waywatcher Green. Das ist ja auch so ein Glasieren. Das ist ein Name, außer nicht ganz. Ja, klar. Ich beschäftige mich damit. Ich auch, aber für mich. Ja, ne? Ja, du kennst nur Screamer Pink.
Beste Farbe. Warum verwenden wir die nirgends? Irgendwas male ich hier noch Skinner. Nee, das passt gar nicht ins Schema. Hier die Augen von so einer Statue. Bist du verrückt? Das ist Sigma himself. Da malen wir bestimmt kein Screamer Pink Augen. Das ist Sigma himself? Ja, klar, das ist Sigma. Das ist Poseidon oder sowas. Das ist Sigma, Mann. Naja. Poseidon. Das ist ja nicht kein Bild von irgendwie. Malen wir hier Atlantis an oder was? Weiß ich nicht. Poseidon. Hier, das kann ich doch schon mal schäden. Das ist, weißt du eigentlich, oh Mann, ich kenn mich eigentlich gar nicht. Ich bin ja eigentlich der Turnierspieler unter uns hier so. Mhm. Das ist geil, Maras. Kennst du nicht den legendären Hammer? Ich habe auch kein Fantasy gespielt und weiß das. Den Hammer, ja, da war ich 14. Okay. Da habe ich mich auch nicht fürs Leuten. Jetzt bist du 15, oder was? 24,5. Ach nee, 3 Jahre ist ja... Age of Sigmar ist jetzt, glaube ich, das 4. Jahr. Ich habe mit Age of Sigmar wieder angefangen. Ja. Also bist du jetzt 18 dann. Ja, mit 18 hat man eine Halbklatze und einen Vollbart. Nein. Du hast mit Age of Sigmar angefangen. Ja, also wieder angefangen. Ich hab damals, habt ihr eine Pause eigentlich gemacht? Ja, von, ca. 10 Jahren. Ihr habt 10 Jahre, Marcel auch? Ja. Ihr habt 10 Jahre Pause gemacht? Ja, wir waren... Lass mich jetzt lügen, ja, lass mich bitte nicht festlegen, aber... Ja, lass es 5 Jahre sein. Nein, ist auch schon krass. Nein, wir haben damals, als ich 14, 15 war, hatten wir, Marcel vor allen Dingen hatte Warhammer-Figuren, Imperium, und noch ein anderer Kumpel von uns hatte, ich glaube, Goblins und Orks. Und dann hatten wir, ich hatte gar nichts von... Warhammer, das hab immer mit Marcells Tiermenschen auch gespielt. Mhm. Ich hatte Herr der Ringe-Figuren. Ach stimmt, das hat mir der Marcel mal erzählt, dass du die ja auch komplett verkauft hast. Genau, ja, die habe ich jetzt mittlerweile auch schon komplett verkauft. Was hast du da für Informationen? Ich hatte alles. Ich habe mir gekauft, was geil aussah. Also ich konnte quasi querbeet einfach alles spielen. Ich hatte da ein Baumbart, ich hatte da Nazgul. Ganz kurz, den finde ich gut. Ich finde die Qualität finde ich aber nicht gut bei Herr der Ringe. Die Qualität und den Detailgrad der Figuren. Die hat sich schon gesteigert. Ich finde die jetzt schlecht. Echt? Das war die dann früher, wenn du sagst, sie haben sich gesteigert. Also wenn ich mir früher Baumbart angeguckt hätte, das war schon. Also du findest zum Beispiel jetzt Aragorn oder so, dass die sich mächtig gesteigert haben. Ich glaube schon. Wie gesagt, so vor 10 Jahren hat sich auch Warhammer mega gesteigert. Aber ich glaube, die investieren trotzdem mehr in Warhammer als in Herr der Ringe. Ja, weil die Verkaufszahlen da. Ja, natürlich. Aber mittlerweile bringen sie da auch wieder was raus, ne? Ja, bei der Hobbit gab es halt einen neuen. Ja, obwohl der Hobbit ja. Hast du eigentlich noch einen Shade-Pinsel jetzt kurz mal? Ja, klar. Willst du den großen haben? Ich würde hier das aber jetzt mal Shaden noch schneiden. Bevor ich nichts zu tun habe. Bitteschön. Dann ist noch der Shade. Ja, klar, die bringt ja immer was raus, durch den Hobbit halt nochmal auf jeden Fall auch. Aber der Hobbit ist ja nicht gut angekommen. Ich weiß nicht, wie das beim Tabletop war, das war ja vor meiner Zeit. Meinst du vom Film her? Ja. Ja, den. Von Bewertung her, ist ja jetzt Geschmackssache, ob jemand mag, aber von Bewertung her ist er ja nicht so gut angekommen. Hat sich das. Ist halt die Frage, ob das dann auch beim Tabletop auswirkt, weiß ich nicht. Ja, also ich kenne jetzt auch persönlich niemanden, der es spielt, muss ich sagen. Nee. Das stimmt. Wie gesagt, damals, wo ich 14 war, ich war total in Herr der Ringe. Ich konnte mitsprechen. Ich habe das Ding, glaube ich, bestimmt 20, 30 Mal gesehen. Alle Teile. Ich kenne ja sogar jemanden aus unserem Laden, der das noch nicht geguckt hat. Echt? Ja. Der auch hier Mitbesitzer ist? Nein. Nee? Das fände ich krass. Ja, sag jetzt mal nicht den Namen, aber wo ich das gehört habe, kam ich nicht drüber gleich. Der läuft ja gerade auf Sky. Mhm. Die Extension, hast du auch die Extension-Version gesehen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das macht ja nochmal den Film nochmal krasser. Ja. Alleine vom Story und so und von der Sinnigkeit macht das ja nochmal krasser. Und jedes Mal, wenn der läuft und ich male, lasse ich das Ding laufen, weil ich finde ihn einfach so genial. Der Film ist so alt und trotzdem einfach nur genial. Es sind erstens geniale Bilder, die Story ist mega cool, es wird richtig gut erzählt. Für mich gibt es keinen Film, der bisher daran gekommen ist. Auch nicht Game of Thrones. Game of Thrones, oh, da fangen wir jetzt wieder eine Diskussion an. Ich habe Game of Thrones auch die ersten 4 Staffeln geliebt. Ach so, das hatten wir ja schon mal geredet. Und dann jetzt das, ja, was jetzt kam.
Ja, da haben ja, sie ja... Die aktuelle Staffel. Ja, da kriegen sie also ein richtiger Shitstorm. Dann hätten wir halt auch zu Hollywood gehen können und hätten es da schlechter drehen. Also, ne? Viel schlechter hätten wir es nicht drehen können. Da ist ja gerade ein richtiger Shitstorm über die, letzte Staffel. Ja, das war halt auch einfach nicht mehr. Also ich finde, ich habe mir jede Folge zweimal angeguckt. Wirklich am selben Tag nochmal dann. Und klar, was ich ein bisschen blöd finde, es wurde jetzt... wie es geendet hat, wir wollen jetzt auch nicht spoilern, wie es geendet hat, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich finde, es hat sich zu gehetzt angefühlt. Ja, es ist definitiv, also es ist ja nicht nur die letzte Staffel. Mir kam es so vor, sie wollen das jetzt schnell durchbringen, anscheinend wird die Serie zu teuer oder was weiß ich, die Leute haben keine Lust mehr oder die Schauspieler, sagen wir mal so, und es wird jetzt richtig, nee, es war ja so, die Regisseure haben ja keine Lust mehr. Es wirkte jetzt mir zu gehetzt. Es muss jetzt zu Ende gehen. Ja. Und das fand ich halt schade. Genau, also das, also man hat es ja eigentlich schon in der 7. gesehen, als es einfach, ja, wir sind hinter der Mauer und wir freuen uns und wir jagen jetzt mal so ein paar White Walker. Oh, hier sind sie, lauf los und hol Hilfe. Zack, er ist da, also er rennt los. Vorher sind sie zwei Tage durch den Norden gestapft. Dieser Zeitsprung. Ja, also die Zeitsprünge sind viel zu groß. Dann in derselben Folge einfach, ja, sie sind umrundet und stehen da auf dem Eis und warten und warten und warten. Also die Toten warten und irgendwann wirft er einen Stein und dann rennt der Tote los. Sando, ja. Ja, auch komplett schwachsinnig. Dann. Warum ist das schwachsinnig? Ja, warum sind die einfach direkt losgelaufen? Weil sie eingestürzt sind, haben wir gemerkt. Die sind ja auch so, also da ist einer nach dem anderen losgelaufen. Der See ist seit 2000 Jahren eingefroren. Ja, wenn nicht noch länger. Aber es ist immer noch eine Serie, ne? Ja, natürlich. Aber also, ich finde dieses Lob. Ja, aber dann halt, was mich dann wirklich gestört hat, wo es für mich kein Game of Thrones mehr war. Nicht das, was Game of Thrones ausgemacht hat. Tormund stürzt in das Eis, wird von zwei Toten runtergezogen. Und er stirbt nicht. Ja, das ist... Ja, und er stirbt einfach nicht. Und das war das, was für mich Game of Thrones einfach ausgemacht hat. Du hattest jemanden, den du magst, und der stirbt. Richtig, also ja. Es war keiner sicher, sagen wir mal so. Genau. Egal, ob die Hauptrolle oder nicht, es war keiner sicher. Ja, das stimmt schon. Und so ging es ja eigentlich die ganze Serie. Und in dieser einen Folge war das dreimal der Fall. Es war einmal Tormund, ich weiß nicht, ob es zweimal Tormund sogar war. Hier, und dann... Der John am Ende, da wo gegen die ganze Zeit. Ja, das, ich gebe dir da schon recht, das muss ich schon wirklich sagen. Aber ich habe das immer noch als Serie betrachtet. Ja, aber für mich war es... am Ende nicht mehr so sehr das Game of Thrones von George Martin. Heißt er? Ja, George Martin, ne? George R. Martin, genau. Richtig. Sondern mehr so ein Hollywood-Ding. Ja. Wo es mehr darauf ankam, wir zeigen jetzt den geilen Drachen, wie der die komplette Stadt niederbrennt und haben ein richtig geiles Bild. Das Bild war mega geil. Also die Bilder waren der Hammer aus der letzten Staffel. Ja. Hier, du hörst doch nicht spoilern. Ich habe ja nicht gesagt, welche Stadt. Ach so. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, hat eh verloren. Meinst du? Ich glaube, Paddy hat es nicht gesehen in Amerika. Ich glaube, er hat die letzte Folge noch nicht gesehen. Es ist besser für ihn, wenn er immer gegen mich verliert, bevor er es gespoilert bekommt. Aber ja. Der wird sich das Video eh nicht angucken, weil der malt ja nicht. Klar, er malt doch jetzt, denke ich. Ja, aber die Motivation ist schon wieder weg, weil... Firestlayer doch nicht so gut so? Nee, er malt ja Goblins an. Achso. Und... die Sprünge, was jetzt am Battletoads kommen, hat er gesagt, die Goblins sind nicht mehr so wichtig. Weil es ist ja Fire Slayer, hat er jetzt begonnen. Also hat er ja begonnen. Da können wir auch gleich mal drüber reden, was? Über die Sprünge von den Battletoads. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich immer einer, der für GW spricht. Ich fand das Spiel, ganz kurz mal zum Thema, wie wollten wir das hier nochmal shaden? Komplett Sepia. Komplett, ich mach das jetzt, ne? Ja, das wird. Ich fand das Spiel Dezember 2018 wirklich balanced. Also mir hat das wirklich gefallen. Es waren ziemlich viele gleich gute Armeen. Die Battletomes waren ziemlich auf dem neuesten Stand. Was waren da die neueste Armee? Die neueste Armee waren... Oh, lass mich lügen. Die neuesten Armeen waren Deepkin, Daughters of Cain kam da in dem Jahr. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, was da noch kam. 2018, da war Daughters of Cain auf jeden Fall, da gab es die Box, ne? Weihnachten. Und die Deepkin Box. Die gab es beide. Ja, wer kam denn noch raus? Ich überlege gerade, wer da. Ach, lieber Himmel.
Wer war denn die letzte Armee, die da kam? Davor meinst du? Oder danach noch? Danach. Echt? Kam danach noch was? Weiß ich gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, du fandest das schon... Naja, ich fand das auf jeden Fall... ich finde Sepia auf dem Gestein nicht so gut. Oh, du hast vollkommen recht. Lernen durch Schmerz? Aber wollen wir das jetzt durchziehen? Nein. Hör auf. Ich finde Akrax besser. Ja, ich glaube auch. Oder nur ein Eul. Lass nur ein Eul nehmen. Was machen wir denn jetzt damit? Das wird neu gemalt. Was? Sollen wir machen? Nee, dann wasche ich das jetzt ab. Okay. Erzähl du weiter, ich wasche ab. Echt jetzt? Ja, du warst gerade bei... Wir machen einen Cut. Okay. Komm, wir machen einen Cut. Das ist mal eine kürzere Serie. Ich hoffe, der dritte Teil hat euch gefallen. Bis bald.